So, da bin ich wieder, meine Lieben. Herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider Quest of Gold im vierten Level Portal of the Great Spirit. Diesmal haben wir uns hier richtig runterrutschen lassen, dass wir nicht in der Lava sterben. Wir müssen ganz links durchhangeln, sehe ich gerade. Und ich höre schon ganz böse Spieße. Wollen die uns etwa töten? Ich hoffe ja, dass wir uns überhaupt hier lebend runterlassen können und nicht der Spieße aus dem Boden kommen. Also das hört sich ja mal wohl nicht sehr nett an. Um nicht zu sagen, es hört sich sehr gefährlich an. Gehen wir erstmal hier runter und holen uns das Medipack. Das ist schon mal gut. Und am besten probieren wir auch gleich von hier irgendwie da hochzuspringen, dass wir diese komischen Pömpel da umgehen. Aber wir müssen das jetzt eh probieren, wie wir da am besten lebend durchkommen. So schon mal nicht. Wir wurden erschlagen und gleichzeitig aufgespießt. Schlechter hätte es nicht sein können. Hier muss man, glaube ich, den richtigen Moment abpassen. Und zwar, wenn das jetzt. Naja, fast. Jetzt schon. Oh, das war auch. Oh, ich glaube, das wird schwer, Leute. Das wird schwer. Da werden wir unseren Spaß kriegen. So, jetzt aber schnell. Auch das hat leider nicht gereicht. Ja, das sieht besser aus. Ja, das war gut. Alles gut, wir haben es geschafft. Aber das war schon echt schwer. Naja. Drück mir den Schalter und öffne die Tür. Die Tür. Okay, ich dachte jetzt die. Aber wir haben beide geöffnet. Sehr gut. Aber irgendwie geht es hier immer tiefer nach unten. Und ich hatte eigentlich das Gefühl, dass wir mal irgendwie wieder nach oben müssten zu der Tür, oder? Jetzt muss ich mich gerade erstmal orientieren. Wo zur Hölle? Können wir das Secret jetzt vielleicht noch holen? Wir sind nämlich gerade wieder ganz oben am Level Anfang, glaube ich. Aber hä? Sind wir denn die ganze Zeit runtergerutscht und gefallen? Ich bin verwirrt. Aber das sieht echt danach aus, als wären wir wieder ganz oben. Das Labyrinth sagt mir auch noch was. Ich bin gerade etwas verwirrt, wie ihr sehen könnt. Und vielleicht seid ihr das ja auch. Ich bin gerade echt verwirrt. Wo bin ich gerade? Von hier kamen wir. Ich weiß noch, dass ich das gesehen habe. Wir aber nach hier weiter sind. Und da geht es ja auch weiter. Da war doch die Feuerfalle gerade. Gut, dass ich nicht nachgedacht habe. Einfach durch, alles klar. Ne, was war denn hier mit diesen Blöcken überhaupt? Aber das haben wir doch schon alles gemacht, oder? Kommen wir da überhaupt wieder hoch? Keine Ahnung. Es wäre eigentlich gut, wenn wir wieder hochkommen würden, um das Secret zu holen. Und da hier ist ja auch noch eine Tür, die ich mir merken wollte, weil die noch verschlossen ist. Und wann geht diese Tür auf? Aber ich glaube, wir haben ja die Blöcke schon auf die richtigen Stellen geschoben. Also ich meine, da wären ja am Boden so Plattformen gewesen, dass man sieht, dass die da drauf gehören. Ja, genau. Isch. Das war gerade nicht schlau. Gehen wir nochmal hier durch. Weil erstens will ich das Secret, was wir verpasst haben. Und zweitens ist die Tür zu. Und die müsste eigentlich offen sein, oder?
Komm, wir ziehen mal diesen Block da raus. Ich will ja mal wissen, was dahinter ist. Wahrscheinlich auch nur so eine Plattform. Aber man kann da ja auch rundrum laufen. Ja, da gehört der Block auf jeden Fall hin. Und hier kommen wir definitiv nicht mehr hoch. Schade eigentlich. Aber dann soll es nicht so sein. Und dann gehen wir einfach weiter. Von da oben kamen wir. Und hier müssen wir wahrscheinlich wieder langhangeln. Jetzt geht alles wieder von vorne los. Und wir müssen uns, glaube ich, wieder bis ganz nach unten durcharbeiten. Ich weiß nämlich auch gerade gar nicht, an welcher Stelle wir sind und wie tief wir überhaupt müssen. Obwohl, wir sind eigentlich schon fast ganz unten, oder? Ja, sind wir schon. Ich habe gedacht, wir wären weiter oben. Ich habe das halt echt lange nicht mehr gespielt, deswegen bin ich gerade wirklich... Ich kann mich da kaum noch dran erinnern. Das ist wirklich schon lang her. Jo, jetzt weiß ich aber, wo wir hin müssen. Und zwar hier lang. Jetzt nimmt das alles wieder Formen und Gestalten an. Was war denn das? Hilfe! Geht's noch? Kannst dich doch nicht so erschrecken. Ich glaube, es geht los. Auf einmal kommt da so ein Indianer raus. Hilfe! Stirb! Ich glaube, es geht los. Hat mich ja zu Tode erschreckt. Ich dachte, hey, was ist denn das, was da auf einmal so angerollt kommt? Nee. Unglaublich. Naja, gehen wir wieder ins Wasser zurück. Ich hoffe, dass da nicht neue Fische sind, die uns wieder fressen wollen. Das wäre nett. Obwohl, wo wir jetzt das zweite Mal diesen Schalter gedrückt haben und das Secret geholt haben, war dieser Fisch doch gar nicht da, oder? Egal. Mich verwirrt gerade dieses ganze Level nur. Ich glaube, ihr merkt das auch. Aber ich bin gerade wirklich... Ach, da ist doch der Fisch. Ich bin echt ein bisschen verwirrt. Und das ist gerade alles echt ein bisschen viel für mich, wenn man das so lange nicht gespielt hat, auf dieses komplexe Level irgendwie klarzukommen. Das ist echt nicht einfach. Und wo ist dieser Fisch? Nicht da. Das ist auch besser für den Fisch. Aber ich glaube, wir müssen hier drüben rein. So, weil hier hat sich nämlich die große Tür geöffnet mit einem kleinen Schalter drin. Jawohl. Schöne Musik. Jo, jetzt haben wir's. Jetzt sind die drei Türen endlich offen und ich hoffe, dass wir jetzt diese drei Dinger da drin finden und wir dann irgendwann mal dieses Level verlassen. Weil ich find's ja echt schön. Das Level ist total toll. Aber ich will jetzt gerne ein Level haben, wo ich mich wieder neu orientieren kann. Und obwohl mittlerweile habe ich mich ja orientiert und es müsste eigentlich gehen. Jetzt habe ich's wieder. Ich hab's wieder, Leute. Ich habe mir das falsch vorgestellt. Und das ist jetzt hier der Dschungelgang. Oder? So, und zwar ist das anders, als ich mir das gerade vorgestellt habe. Jetzt erinnere ich mich nämlich auch wieder. Und das ist genau das, was ich eben gerade gesagt habe. Ich hätte gerne ein neues Level, wo ich mich neu orientieren kann. Kann ich, weil wir brauchen diese drei Steine oder was auch immer. Jetzt sind hier drei Gänge, die aber jeweils zu einem anderen Level führen. Das ist ein Eislevel, irgendwo ist so ein Forest-Level, Tomb Raider 2 Golden Mask Wald-Level
und irgendwo noch was anderes. Und wir kommen jetzt in 3 verschiedene Level und dürfen uns raussuchen, in welchem dieser 3 Level wir den ersten Stein suchen, den wir dann am Ende, wenn wir alle 3 haben, unten einsetzen müssen. Das ist jetzt das Ziel und ich weiß nicht, wo ich als erstes hingehen soll. Was machen wir denn als erstes? Ich kann mich nicht entscheiden. Ich los das aus, weil anders kann ich's nicht. Wir machen jetzt das hier, wo die gelbe Decke ist. Das da ist die Nummer 1. Ich mache mir jetzt 3 Zettel. So. Schreib eine 1 drauf. Eine 1. So. Dann ist hier drüben das da mit dem blauen Torbogen drin und dem Zaun die 2. Und hier drüben, das ist die Nummer 3 mit diesem Eis. So. Und die knicke ich jetzt. Und dann lege ich die Reihenfolge fest. So einfach geht das. So. Jetzt mache ich die durcheinander in meinen Händen. Und ziehe 1. Und das ist die Nummer 1. Dann haben wir die Nummer 3. Und dann die Nummer 2. Gut. Nummer 1, 3, 2. Und da würde ich sagen, fangen wir einfach an mit Nummer 1. Speichern das ab. Da drüben liegt, glaube ich, sogar was. Desert Ranger Ammo. Perfekt. Die kann man gut gebrauchen. Definitiv. Und das sieht schon wieder alles hier brandgefährlich aus. Aber wir gehen jetzt einfach mal hangeln hier lang. Und verlassen erstmal dieses komplexe Level, machen einen Exkurs in ein anderes Level, holen da den Stein, gehen zurück in dieses Level, gehen ins nächste Level, holen den Stein, kommen wieder zurück in das Level, gehen ins nächste Level und holen den Stein, gehen wieder zurück in das Level, setzen die 3 Steine ein und kommen dann, glaube ich, in das finale Level vom Abschnitt 1 von Tomb Raider Quest of Gold. So, das ist der Forest, den ich sehr cool in Erinnerung habe. Der Hidden Forest mit Tomb Raider, Chronik, Galgenbaum, Hintergrundgeräuschen. Ist das nicht schön? Tomb Raider 2, Golden Mask Wald. Damit haben wir es jetzt die nächsten Folgen zu tun. Und ich finde das super schön gemacht und es hat eine echt tolle Atmosphäre. Ich glaube, hier kommen wir ganz zum Schluss wieder runter. Aber wir müssen jetzt erstmal hier drüben an die Leiter springen. Und klettern mal hier hoch. Das Level ist richtig cool. Das habe ich total cool in Erinnerung. Könnt ihr euch drauf freuen. Definitiv. Hier gab es auch irgendwas, wo kein gesunder Menschenverstand, Mensch, hätte drauf kommen können. Das habe ich auch im Hinterkopf. Mal gucken, wann wir dann zu dieser Stelle kommen. Da war nämlich irgendwas, was so utopisch war, drauf zu kommen. Vielleicht weiß ich das dann noch, wenn ich das wieder sehe. So, jetzt sind wir erstmal in einem versteckten Wald, einem Hidden Forest, wo Hunde rumlaufen. Ich sag nicht umsonst Hunde, es sind wirklich Hunde. Und zwar 2 Stück. Mach mal eine Fackel an. Davon haben wir ja wirklich genug in diesem Spiel. Und hier stehen große Pilze. Und schöne Pflanzen. Das war tot. Das war unser Todesurteil. Laden wir wieder den Hidden Forest. Und die dunklen, tristen Hintergrundgeräusche. Jetzt haben wir Munition verballert, aber egal. Ist mir egal, wir gehen jetzt einfach weiter. Ich glaube, wir finden noch genug Muni. Was haben wir eigentlich an Waffen mittlerweile? Nur die Pistolen und die Desert Ranger. Alles klar.
Gut, dann gehen wir mal hier jetzt vorsichtig lang. Weil ich glaube, wir müssten uns hier am besten an der Seite langhangeln. Weil anders kommen wir da bestimmt nicht lebend rüber. Und ich glaube, das sind jetzt so drei Level, unterschiedliche Welten, das ist ja klar. Aber alle haben diese Verbindung zu diesem Gold. Und dieses Gold macht halt diesen Abschnitt aus. Den ersten Abschnitt von Tomb Raider Quest of Gold. Und die anderen Abschnitte sind dann was ganz anderes. Es gibt ein Riesenprojekt, ich sag's euch. Das gibt ein riesen Tomb Raider Projekt. Das wird das größte Let's Play sein, was ich gemacht habe und was ich je machen werde. Das ist, glaube ich, schon mal klar. Also das hat echt eine Dimension, das Spiel. Das kann man gar nicht in Worte fassen. Hallo Skelett in der Wand. Hallo Skelett am Boden. Hallo anderes Skelett an der Wand. Was macht ihr da? Das ist doch eine tolle Stelle, oder? Noch. Jo, die Musik war mega cool. Und da ist noch ein Hund. Der aber jetzt auch tot ist. Hier ist ein Gang. Da drüben ist ein Gang. Und da ist der logischste Wasserfall, den ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Was zur Hölle ist das für ein Wasserfall? Das widerspricht ja mal wieder allen Naturgesetzen. Was soll ich dazu noch sagen, Leute? Oh, die Zeit ist schon längst rum. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, mach's gut, ciao.